Einen wunderschönen guten Morgen aus Aachen. Ich bin auf dem Weg zur Bushaltestelle und werde heute mit dem Bus mit ÖPNV mal nach Maastricht fahren. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen hatte ich den Bürgerdialog hier im Centre Charlemagne in Aachen besucht. Heute ist die Fortsetzung mit den anderen Beteiligten aus Genk, Liège und auch aus Maastricht. Und das Ganze findet in Maastricht statt. Leider am selben Tag, wo in Brüssel Tag der offenen Tür ist, sprich die Institutionen eingeladen haben. Ich bin gespannt, wie viel heute los ist. Immerhin spielt das Wetter mit. Und ja, heute gibt es einen kleinen Vlog entsprechend aus Aachen und Maastricht. Ich wünsche euch viel Spaß. Da kommt auch schon der Bus. Bis dann. Ciao. Bin in Maastricht angekommen und geschlagene 8,50 Euro hat die Busfahrt gekostet von Aachen. Übrigens hin und zurück, das ist also weitaus weniger als die einfache Fahrt mit der Bahn von Aachen nach Köln, die kostet 17,50 Euro. Und ja, unweit vom Ausstieg am Centre Céramique kann man sich direkt an die Maas setzen. Hier sind ein paar Bänke am Fluss und hinter mir sieht man auch ein wunderschönes Café mit Liegestühlen. Ist also richtig nice und ja, jetzt bin ich gespannt, wie gleich der Bürgerdialog. Dorf, sondern auch der Regio. Neben mir sitzt Alexander. Hallo, ja, ich war nicht ganz auf. Alexander war in Maastricht bei den Bürgerdialogen und Alexander ist übrigens auch bei Pulse of Europe in Maastricht, der hat eine Rede auch in Aachen gehalten. Wir fragen einfach Alex ganz kurz, was denkst du heute über die Veranstaltung, was erwartest du? Ich habe so groß keine Erwartung, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, sehr viele verschiedene Leute schon hier und er kommt auch gerne mal in Maastricht vorbei. Genau. Wenn ihr in Aachen nicht könnt, zu Pulse of Europe, geht nach Maastricht. Vielleicht machen wir was zusammen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was diese Veranstaltung für uns bereithält. Ich fand es sehr interessant. Vor allem, dass sehr pro-europäisch insgesamt einfach immer abgestimmt wurde bei den Abstimmungen, die es über den Tag gab. Und auch sehr pro-Euregio. Mir hat ein bisschen die Fokussierung auf Lösungen gefehlt. Aber auf jeden Fall ein sehr schöner, sehr guter Tag. Mein nächster Gast ist Hermann. Hermann ist dreimal so alt wie ich. Er ist 90 in zwei Monaten, hast du gesagt, ne? Ja, ja, 27. Ja, also wie gesagt, fast dreimal so alt. Ja. Hermann, was willst du der jungen europäischen Generation auf den Weg geben? Den uns jungen Europäern? Ehrlich mit sich selbst sein ist das Wichtigste. Und nicht den Sturen machen. Wenn ich in einer Kultur aufgewachsen bin, dann nehme ich die an. Aber die anderen haben ja auch eine Entwicklung gemacht. Ich muss den anderen genauso achten, wie ich mich achte. Aber wenn ich den anderen versuche zu betrügen über meine Kultur, dann bin ich mir nichts, bin ich nichts wert. Wenn ich das nicht, ich muss den anderen genauso als Menschen, als lebendes Wesen, der seine Mühe und Sorgen hat, wie jeder andere, wenn ich das nicht akzeptiere, dann bin ich es nicht wert, mit dem Mann Kontakt zu haben. Das ist für mich das Erste. Und dann lerne ich auch sehr schnell sein Wesen kennenlernen, wenn ich ihn akzeptiere. Wenn er, man kann ja ruhig miteinander sprechen und sagen, hör mal, wir verstehen das so und so. Aber niemals beleidigend werden. Das ist genau wie in jeder Paarbeziehung. Wenn ich die Achtung für meine Partnerin nicht beachte, dann habe ich mir selbst einen Fußtritt gegeben. Weil ich ja selbst mich nicht an die Regeln halte. Und wenn ich dann meine Partnerin belüge oder betrüge oder sonst was, ist genau dasselbe. Die Achtung vor dem anderen fängt bei sich an.
ich darf selbst meine Achtung vor mir selbst nicht verlieren. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich dauernd versuche, jemand anders reinzulegen, dann mache ich mich selbst kaputt. Dann verliere ich die Achtung vor mir selbst. Dann ist zum Schluss alles egal. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich das kann, dann komme ich auch mit den anderen, komme ich auch näher. Kann ich ohne weiteres mit jedem zurechtkommen, ob das Amerikaner oder egal was sind. Wir haben nach dem Krieg, als die Amerikaner kamen, den Garten, unseren Riesenpark, 2500 Quadratmeter, voll Amerikaner gehabt. Und wir waren in der Lage, uns mit ihnen in Englisch zu unterhalten, obwohl wir nur 2 Jahre Englisch gehabt haben. Die waren so froh. Die haben gesagt, Mensch, ihr tut nicht so wie die Dummen, ihr sprecht einfach los, auch mit Fehlern. Das spielt doch keine Rolle. Wenn der Sinn stimmt, wenn ich nach Italien gehe zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter, die auch da wohnt, und ich spreche mit der Familie, ich brauche ungefähr einen Tag, ehe ich den Klang wieder in den Ohren habe. Dann rede ich drauf los, ob mit oder ohne Fehler, spielt keine Rolle. Man muss auf den anderen zugehen, egal auf welche Weise. Und das ist das Wichtige. Den anderen als Mensch, der genauso seine Sorgen hat wie wir. Und wenn man das tut, dann ist das Ganze kein Problem. Ihr habt es gehört. Seid nett zueinander. Hermann, der hat 90 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Ja. Respektiert den anderen. Man kann in jeder Sprache miteinander sprechen. Am besten beim Essen und beim Trinken. Das machen wir jetzt auch. Und in diesem Sinne, danke, genau. Hermann. Also, zum Wohlsein. Neben mir steht Arndt Kohn. Er ist der Nachrücker von Martin Schulz im Europaparlament. Er war heute auch Gast bei diesem Europa-Dialog, Europe Calling. Arndt, dein kurzes Statement, was sagst du zur heutigen Veranstaltung? War eine tolle Veranstaltung, weil ganz viele Menschen zusammengekommen sind aus der Euregio, die sich für die Euregio begeistern lassen, für Europa begeistern lassen und die auch mir als Europaparlamentarier eine Rückmeldung gegeben haben, was in unserer Arbeit als Politiker wichtig ist, was wir mitnehmen können. Und ich habe ganz viel von heute mitgenommen und bin froh, dass es auch nicht die letzte Veranstaltung sein wird mit diesem Format. Und ja, sowas muss man weitermachen. Gibt es so ein, zwei Punkte, wo du sagst, die nimmst du ganz besonders mit? Das sind so deine Key-Punkte heute? Ich denke, das Problem soziales Europa, dass wir für die Menschen in der Euregio, in den Regionen vor Ort was tun müssen, ist etwas, das haben wir auf dem Schirm, aber das nehme ich heute auch nochmal mit als Anschub, dass es ein wichtiges Thema ist. Und das Thema Verkehr, dass wir die Menschen miteinander verbinden müssen und über diese Verbindungen eben zu einem Austausch kommen müssen. Was junge Menschen angeht, Studenten, Schüler, was aber genauso auch ältere Menschen betrifft. Und das sind so zwei Dinge, die sind ganz wichtig für unser Zusammenleben. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das könnte man noch verbessern an solchen Veranstaltungen? Auch mal so vielleicht ein kleiner kritischer Punkt durchaus? Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, etwas sagen zu dürfen, weil ein paar Dinge dabei waren, die waren relativ einseitig und ja, ich hätte gerne was dazu gesagt, das hat ein bisschen gefehlt, aber es war heute eine Veranstaltung für die Bürger, für die Meinung der Bürger und so sollte es sein. Ja, eine sehr interessante Veranstaltung ist zu Ende, es gibt viel zu wenig davon, das haben auch die Teilnehmer so abgestimmt, es gibt durchaus noch viel mehr Punkte, die es zu verbessern gibt. Es hat übrigens niemand sich wirklich über das Thema Maut gefreut von den deutschen Teilnehmern. Interessanterweise haben einige aus Limburg die Maut sogar für gut befunden. Und es war so jemand aus Bayern dabei, der sich dann später doch zu erkennen gab und sagte, naja, er als Bayer ist aber dann trotzdem nicht wirklich grundsätzlich für diese Maut. Das ist nur ein kleines Beispiel dazu. Ich werde am Ende nochmal versuchen, die Ergebnisse der Fragen einzublenden und verabschiede mich jetzt an dieser Stelle bei euch. Denn ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Diskussion, denn wie ist das so schön, Essen und Trinken verbindet doch am Ende alle Europäer und dafür haben die niederländischen Gastgeber auch ein Pilz organisiert. In diesem Sinne, Gesundheit.